ich muss die Aufnahme beenden. Ich muss das Teil inspizieren. Und dann wieder weiter so. Ich habe vorher ein Video gesehen. Ja. Einer hat ein Tool sich programmieren lassen, wie er mit ChatGPT und einer anderen AI, diese AI, die Bilder machen kann, damit Geld verdient automatisch, und er muss gar nichts tun. Er hat irgendwie so ein Skript geschrieben, was ChatGPT immer wieder so solche Adjektive gibt. Mach mir ein Bild so und so, und diesen Befehl hat er dann dem anderen KI-Programm gegeben, welches dir anhand von diesen Aspekten Bilder macht, und hat die Bilder dann hochgeladen und verkauft. Das alles automatisch. Oh. Leute, weil sein Projekt ist Road to Porsche. Will sich mit dem Geld, was er da verdient, ein Porsche. Das Ding, ja, habe ich auch schon irgendwann was gehört, ja. Ja, doch, doch. Ey, mit diesen Kopfkissen hier ist es echt kacke, in die Kamera zu gucken. Warum, also, ist es grün? Sag mal so. Nein, es ist einfach angenehm, auf dem Bildschirm zu schauen und nicht in die Kamera nach oben. Viel zu angenehm. Ich schaue eh nur in den Monitor. Und dann tue ich mich so am Nackenkissen ein bisschen anlehnen. Manchmal, ja. Und ich habe jetzt durch das neue Mikrofon, muss ich nicht immer so geduckt und gebückt reden, weil das Ding halt schon bessere Qualität hat vom Ständer her, wegen der Feder, die es drin hat. Und schön, was hast du jetzt für eins gekauft? Ein Rode. Also das Mikro oder das, den Ständer? Guten Ständer, denn ist ja ein paar Zentimeter groß, aber nein, Spaß. Ich habe den Rode Ständer gekauft. Das klingt alles so falsch. Ich hab mir Oh nein, Virginia drauf. Wird wieder gekickt. Jetzt ist sie down. Was macht die denn immer falsch? Der Typ mit der Golden Maske ist zurück. Oh, the legend, the Golden Mask. Ich frage mich immer noch, ob man die anziehen kann, darf. Ja, die gibt's wirklich. Das habe ich gesehen. Es gibt ein Video, wo man die goldene und die rote Maske anziehen kann. Eine rote? Alter. Bin ich gerade doof? Wie viele Pfeile frisst der? Warte mal kurz, ich komme mit meinem super, super Tupi-Speer. Hallo, ich dachte, ich mache mal hier kurz die Tür zu. Geht aber nicht. WTF. Hä? Ich kann die Tür nicht zumachen, was ist los? So. Darf nur der Server-Manager oder was irgendwas tun? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht schließen, okay. Ich darf die Tür nicht schließen. Was? Ah, die geht. Die Hintertür darf ich schließen, okay. Ich habe gerade instabile Verbindungen, lustigerweise. Ach so, von Chief of Snorpel, so gesehen. Aber warum? Die Hintertür darf ich öffnen und schließen, aber die Vordertür. Irgendjemand kann. Hallo? Der ist, glaube ich, tot, ne? Der hatte irgendwo noch einen Pfeil. Irgendwo liegt hier ein Lederbeutel für dich noch rum. Ich habe gerade Feuer angemacht. Und warum mir ist immer noch kalt, oder was? Ja, du musst. Weil man dann nicht mehr. Drin. Weil man da nicht mehr kalt hat. Nee, mit einer Fackel draußen hat man nicht mehr kalt. Sehe ich gerade. Kelvin, was? Junge, nein, Babys. Was tut Kelvin? Komm bitte rein. Junge, guck dir an, nein, was Kelvin tut. Grausam. Junge, wir haben ja draußen eine Babyarmee, bitte. Guck dir an, was Kelvin tut. Bitte komm mal hier in den Vorsprung, den du gebaut hast. Ich komm gleich. Ich muss das nur kurz. Komm, bitte schnell. Der Kollege, der. Junge, die kommen hier hoch. Die Babys kommen hier hoch. Jetzt kann ich hier nicht mehr. Okay, jetzt kann ich es wieder. Oh. Ich hab die Tür geschlossen. Das ist mir jetzt zu wild hier. Und Behälter füllen. Ich hab nur kurz Kelvin noch einen Befehl gegeben, aber der. da sitzt eine Runde da hinten. Der wird theoretisch da. Ja. Der sitzt hier wahrscheinlich irgendwie auf einer Bank. Auf den Knochenstühlen. Kelvin, hol
Stöcke und Behälter füllen. Es ist immer noch schlimmer mit der KI. Also, wo sind diese kleinen Babys? Hinterausgang. Ah, du hast zugemacht. Ja, ja, die kamen in Strömen. Kommen die hier rauf? Ja. Kann ich die... Wenn die fliegen? What the fuck? Ah, wir haben die, wir haben die Höhle aufgemacht. Die können jumpen, Digga. Ja, ja, wie im Original. Alter, what the fuck? Schade, ja. Geben die keine Mutantenrüstung. Das wäre halt richtig nice gewesen. Da ist ein Bambi. Warte. Na, du bist aber auch einer hier. Nein. Du hast Hunger. Ich hab die ganze Zeit Hunger, Till. Kannst du mir helfen? Oh, hier ist ein Bambi. Na dann mal los. Er ist zu schnell für mich. Das ist wirklich zu schnell. Also der Kelvin, der macht genau nichts, ne? Das ist irgendwie... Nee, der ist... Das ist irgendwie ein Schwerpatient. Ein richtig schlimmer Schwerpatient. Ich würde lieber Kelvin durch ChatGPT die 2, 3 oder 4 setzen, egal. Oder sogar Bard von Google. Ist ja nur ein Language-Modell, aber hey... Übrigens, Bard ist in der Schweiz noch nicht verfügbar. Habe ich heute nachgeschaut. Okay. Und ich wollte mich mal registrieren für ChatGPT, aber hab's dann irgendwie... Du musst eine Telefonnummer hinterlegen, dann geht's. Ja, ja, aber weißt du, ich war bei der Arbeit und ich dachte mir, mach's lieber zu Hause. Ja. Damit auch das Passwort und Co. dann gespeichert wird. Auf meinem Privat-Account. Ah. Wir haben ja. Einer ist ja. Der ist nicht mehr bei uns. Und dann haben wir, um so einen Abschiedsbrief zu schreiben, haben wir ChatGPT gefragt. Weil wir einfach zu blöde waren, irgendwas für den zu schreiben. Am Schluss kam nur Müll raus. Ja, kommt auf die Eingabe drauf an, ne? Und wie man das Ganze einschränkt. Also generell die KI oder die AI oder was auch immer einschränkt, die da am Werken da oder am Werken ist. Ja, das stimmt. Wenn du sagst, du grundlegend, du darfst alles sagen, was du willst, dann wird es irgendwann rechtsradikal. Also wirklich. Ich habe mittlerweile das von Microsoft auf Teams, dieses Power Automate, drauf. Ich habe da eine Regel drin, schreibe mir automatisch Nachrichten, wenn Leute das und das drin haben. So, ich fände einfach Bäume. Könnte man den Kelvin sagen, dass er die Bäume einsammelt? Oder ist es zu viel verlangt von einem Kollegen? Ich habe dem aktuell die Aufgabe gegeben, Stocks zu sammeln, damit ich hier eine Verteidigung besser bauen kann. Gut, ich glaube, Stöcke sammeln ist bei dem Kollegen... Ja, das ist gerade Fehlanzeige, habe ich so das Gefühl. So wie der Kollege sich darstellt, ist er einfach im Haus reingebackt und tut da nichts. So. Hm. Hier, und ich habe immer noch Hunger, Till. Ich muss mir kurz ein paar Eichhörnchen holen. Im Winter ist es echt ein Problem, ne? Im Sommer kannst du aber kurz fischen gehen, ne? Oder hat die Reuse irgendwas im Winter? Nee, nichts, ne? Nee, die ist ja zugefroren. Kann man eins so einen Fluss platzieren? Würde theoretisch gehen.
praktisch aber nicht möglich, auch umsetzbar, oder was? Nee, irgendwie sind die Tiere ein bisschen rar im Winter. Mhm. Ich weiß. Ah, warte mal, ich kann ja was essen. Ich habe ja Bohnen dabei. Ich habe ja Bohnenfutter. Okay. Konserven. Katzenfutter. Nein, ich will doch kein Katzenfutter essen. Ich nehme mir jetzt einen Energy-Riegel. Mach noch den Lederbeutel auf. Oh, eine Auster, die kann ich essen. Hä? Habe jetzt zweimal Austern gegessen. Weg damit, weg, 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 weg. Ich habe ein paar Bäume gefällt. Also. Ja. Wir müssen demnächst schlafen, von dem her. Ich glaube, ich habe zu viel gefällt. Also, um das alles 1:1 zu finden. So. So, warte mal, ich versuche mal was, um Kelvin da vielleicht einen Motivationsschub zu geben. Also hinten habe ich genügend Stöcke irgendwie auf dem Boden rumliegen. Ja, auf dem Boden rumliegen. Er soll nicht auf dem Boden rum... Oh! Ja gut, jetzt macht er gerade diese Skiübung. Sitzt Skiübung? Ja, er sitzt da einfach random jetzt vorm Bett da. Ach so. Oh je. Kelvin, hol Stöcke und Behälter füllen. Ey, wie viel Holz gibt's hier auf dem Boden? What the fuck, der Kelvin, der chillt. Oh, Junge. Ich hab, glaube ich, gerade einen Vogel umgebracht. Ah, nice. Also so wie es, keine Ahnung, aber so hat's irgendwie... So hat sich's angehört. Akustisch hat's so angehört, genau. Oder war es, dass ich selbst einfach bin? Eine Dummheit. Oder hast du eine Taube getötet? Keine Ahnung. Ich werfe Bäumenstämme durch die Gegend. Okay. Wollen wir schlafen gehen? Ich hab Hunger, mir ist kalt. Ich krieg nichts zu essen. Lustigerweise, mir ist gar nicht kalt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber bei mir sieht's aktuell sehr bitter aus. Du hast ein Drittel noch, Hunger noch ein Drittel, Schlaf noch ein... die Hälfte. Ja, weil du mir Fisch geklaut hast. Ja. Nein, ich hatte ja auch damals, also ich habe ja auch gebraucht, aber ich weiß, was du meinst. Junge, du kannst übrigens hier hinten Holz holen kommen, also. Ich weiß, ich bin noch am Sammeln. Es war einfach zu viel. Ich probiere mal was. Ich will was testen, wenn ich ich habe ja jetzt Holzbehälter in den Fluss platziert. Ja, ach so. Das heißt, ja, wenn die Baumstämme da hinfließen. Ja, er lagert sie. Okay, das funktioniert. Mit dem automatisch reinschmeißen? Wenn die am richtigen Ort ankommen. Setzt natürlich voraus, dass die richtig ankommen. Ne? Nein, du musst sie draufschmeißen, scheiße. Okay. Frage und so. Ja. Kann man was bauen, das vielleicht mehr als zwei Stämme tragen kann? Aktuell noch nicht. Das kotzt mich hier an. Ja, eigentlich wäre Kelvin dafür zuständig, aber der müsste eigentlich jetzt Stock sammeln, was er auch nicht tut. Macht einfach nichts. Einigen wir uns dafür. Komm mal in die Hütte rein. Alter, was macht der Typ?